Dass das Leckgas-Fuzzi wieder seit langem mal mit meinem Freund Rasse, der hinter der Kamera steht. Wir haben leider Gottes immer wenig Zeit. Heute hat er mal Zeit für mich und ich für ihn. Und jetzt nutzen wir mal die Gelegenheit, euch mal den neuen Polaris RZR 1000 XP 1000 vorzustellen. Das ist eigentlich herkömmliche gute Technik, die es früher auch gab. Er hat jetzt ein bisschen mehr Motorleistung bekommen und natürlich ein neues Kleid. Und das finde ich auch sehr gut, weil ihr werdet die Fahrzeuge kennenlernen. Die werden dieses Jahr oder nächstes Jahr, also 2024, in Rumänien als Miet- oder Leih- oder Testfahrzeuge zur Verfügung stehen. Also wer so ein Ding mal richtig ausgiebig testen will, sollte nach Rumänien kommen. Ja, wir hoffen, dass das alles so schön wird, wie wir uns das vorstellen. Aber der erste Blick, der sagt auf jeden Fall, das Ding ist sehr, sehr gut. Optisch kann man ja sehen, hat es ein komplett neues Gewand. Wir können mal ein paar technische Daten machen. Kann ich euch mal ein bisschen was erzählen dazu. Also das Fahrzeug hat ein Trockengewicht von 714 Kilogramm, das ist nicht viel. Das ist also wirklich in der Klasse sehr, sehr leicht. Also das Fahrzeug hat eine Breite von 64 Zoll, also 1,63 Meter. Wir haben einen Radstand von 2,29 Meter. Wir haben eine Gesamthöhe ohne Dach. Das Dach baut dann vielleicht noch einen Zentimeter auf von 1,88 Meter. Und eine Gesamtlänge vom Fahrzeug, für die, die es auf den Hänger verladen wollen, von 3,05 Meter. Wir haben hier eine angegebene Leistung, die Polaris USA angibt, von 114 PS. Ich kann euch sagen, die Fahrzeuge haben ein kleines bisschen mehr Leistung. Wir reden davon um die 120. Wir haben ein Boxvolumen hinten, also die Ladefläche. Da können wir 136 Kilogramm aufladen. Das ist relativ viel. Werden wir dort auch brauchen, ein bisschen Werkzeug, Ersatzrad und so weiter. Wir haben einen Tankinhalt von 36 Litern. Das ist ein bisschen weniger als bei den Turbos, die haben ja 46, aber das reicht ja aus, weil der Motor nicht viel braucht. Und wir haben eine Bodenfreiheit, also das ist das, was wichtig ist, von 36 Zentimetern. Die könnte man noch erhöhen durch sogenannte High-Clearance-A-Arms. Die hätten wir auch da, allerdings brauchen wir die wahrscheinlich nicht. Und hier geht es schon wieder los, dass ich sehr froh bin, dass die alte Technik beibehalten wurde. Hier diese ganzen Längslenker und diese Stabis, das ist alles identisch zum Vorgängermodell. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Ersatzteile da und hat sich auch gut bewährt. Wir haben hier eine Radreifenkombination von 14 Zoll, also 14 Zoll Bereifung. Wir haben auch vorne und hinten unterschiedliche Größen. Hinten haben wir einen 11er und vorne haben wir einen 9er. Und auch der neue Bighorn 3.0 ist verbaut. Wie der sich schlägt, wissen wir noch nicht. Werden wir sehen. Optisch sieht es jetzt so aus, als wäre vorne ein anderer Reifen als hinten. Ist aber nicht so. Das ist tatsächlich die gleiche Bereifung. Der 11er sieht einfach nur ein bisschen anders aus als der 9er. So, wir haben, Gott sei Dank, diesmal komplette Türen. Die sind jetzt auch andersrum geöffnet, also wie beim PKW, was nicht schlecht ist. Wir haben serienmäßig verbaut. Wie gesagt, eine vernünftige Tachoeinheit wie im neuen RZR. Wir haben in den Modellen, das sind diese EU-LOF-Modelle mit Turf-Modus, also Hinterachse zum Freischalten. Wir haben einen verstellbaren Handgriff und wir haben, was richtig geil ist, eine Handbremse, die man allerdings nicht arretieren kann. Das heißt, also für alle, die driften, das ist zum Driften richtig geil. Wow. Also einfach hochreißen, rumrutschen. Ob es funktioniert, werden wir sehen, aber verbaut ist auf jeden Fall erstmal so. Ansonsten ist die Technik, wie gesagt, wie beim alten Modell. Wir haben einen anderen Rahmen. Der ist auch hier verstärkt. Wir haben also hier nochmal eine Abstützung drin. Und dann auch hinten nochmal eine Abstützung, was das Ding wirklich stabil macht. Wir haben Kotflügelverbreiterungen. Die sind extra für die EU, weil wir die ja brauchen. Aber die sind diesmal nicht hässlich und tun auch ihren Zweck dort unten. Also die werden ihren Zweck erfüllen. Die sind schön breit. Da fliegt wenig Dreck rein. Das ist sehr schön. Ich habe jetzt für die Fahrzeuge dort unten habe ich noch eine Winde bestellt. Die kommt dann hier hin, die kommt hier davor. Ich habe ein paar Rockslader noch bestellt. Die sind noch nicht da, die kommen auch. Auch original Polaris, die werden hier befestigt. Und ich habe einen Heckbumper bestellt, falls da mal hinten einer drauf fährt, dass das alles passt.
Ja, ansonsten, Fahrwerk ist hier drin, ein Walker Evans 2.0, das reicht auch vollkommen aus. Das ist eben relativ einfach, aber sehr gut funktioniert. Wir haben, wenn wir einmal hier unten hingucken, wir haben hier Stabi an der Vorderachse. Das gab es nur früher bei den letzten Modellen und bei der Fox Edition. Ja, das Lenkgetriebe ist das alte geblieben. Wir haben verstärktes Vorderachsdifferential und wir haben eine vernünftige Bremse drin. Also da wird es keine Probleme geben. Wir haben einen riesengroßen Kühler drin. Hier werden wir noch ein Gitter reinmachen müssen, weil die Löcher relativ groß sind, dass keine Steine reinfliegen. Aber sehr schön, was auch sehr schön gemacht ist, machen wir einen Blinker an, LED-Beleuchtung vorne. Und was sie sehr schön gemacht haben, wir haben eben wirklich den Blinker schön integriert in die Lampe. Sieht sehr, sehr schick aus. Hinten ist das ähnlich. Wir gucken nochmal hinten hin. Dort hat man das ähnlich gemacht. Also ein sehr schickes LED-Rücklicht mit integrierten Blinkern. Bin ich wirklich begeistert. Also das funktioniert diesmal sehr gut. Des Weiteren haben wir hier hinten die Streben verstärkt. Die waren früher viel, viel dünner. Wer die Originalmodelle kennt, der weiß, was ich meine. Die sind jetzt wirklich stabil. Eine Anhängerkupplung ist hier schon dran. Gut, die haben wir jetzt rausgezogen, aber der Bock ist da. Ich bin zufrieden. Wir werden sehen, was die Fahrzeuge leisten dort unten. Aktuell gibt es die bei uns mit einer LOF-Zulassung, wer so ein Fahrzeug haben möchte. Also das ist wirklich kein Vergleich mehr zu dem alten. Da ist jetzt quasi eine Welt dazwischen, ja, muss man wirklich sagen. Die Sitze sind viel bequemer, die Karosse ist größer geworden. Also das ist wirklich diesmal ein Fahrzeug, wo ich sage, der ist wieder mit dem Wettbewerb gleich auf. Also nicht umsonst haben wir ja diesmal für unsere Fahrzeuge in Rumänien genommen oder haben uns dafür entschieden, weil ich der Meinung bin, die sind eben wirklich relativ einfach gestrickt. Ist bewährte Technik, die funktioniert von der Motorleistung her sehr, sehr gut. Und bei Polaris wissen wir ja alle, da geht einfach nichts kaputt. Ja. Die Dinger funktionieren einfach. Das, was dort verbaut ist, ist eine Technik, die sie schon seit Jahren haben und wissen, dass es geht und ein bisschen verbessert und verfeinert. All das funktioniert. Und da bin ich mal gespannt, wen von euch ich denn in Rumänien wiedersehe und wer die Fahrzeuge testen will und danach vielleicht eins kauft. Vielleicht kauft das auch schon vorher. Aber ihr könnt es probieren. Ich hoffe, es funktioniert. In dem Sinne. 1:37 later. Wir haben hier so ein bisschen was umgeändert. So werden die quasi aussehen als Mietfahrzeuge in Rumänien. Können wir noch mal ganz kurz drauf eingehen. Boxlader haben wir dran gemacht. Wir haben vorne die Originalwinde verbaut, die sehr, sehr gut ist. Wir haben keinen Frontbumper verbaut, weil die ja schon hier im Bügel haben. Das reicht für uns aus. Wir haben andere Felgen, aber original Polaris-Felgen, aber mit einer anderen Bereifung verbaut. Das heißt, wir fahren kein 29, sondern 30 Zoll. Rundherum die gleichen, sonst sind ja vorne 9er und hinten 11er verbaut. Hier haben wir rundherum 10er, deshalb andere Felgen, vier gleiche. Und haben noch ein paar Spurplatten verbaut, damit das Ding 10 cm breiter wird. Des Weiteren haben wir einen Heckbumper verbaut. Den sieht man natürlich jetzt nicht schön. Mal gucken, ob man den hier besser sieht. Ja, so sieht jetzt der Heckbumper aus. Ja. So, wir haben dann die Reserveradlösung, kann man ja sehen. Wir haben dann hier unten eine Anhängerkupplung dran gesteckt. Und da stellen wir das Rad drauf und machen das fest mit Gurten. Ist also mega fest, kann nicht weg und ist eben ein besserer Schwerpunkt. Staublicht haben wir dran gemacht, wie immer. Und was richtig schön ist, ist hier diese Box. Das ist eigentlich keine Box, sondern nur ein Deckel. Weil die Box original ja schon dicht ist, kommt jetzt nur ein Deckel drauf. Nicht ganz günstig, aber sehr gut zu lösen, sehr gute Lösung. Weil du brauchst eben keine Kiste mehr machen und es funktioniert eben alles super. Deine Klamotten reinpacken. Ist wirklich eine schöne Lösung, sehr gut gemacht. Ja, ansonsten, ein Dach kommt noch drauf. Das ist jetzt gerade beim Pulvern. Das seht ihr also jetzt noch nicht. Das habe ich ja ein bisschen länger gemacht. Hier vorne zwecks Sonnenblende. Das könnt ihr dann sehen, wenn wir in Rumänien fahren, aber fertig sind sie. Ja, dann werden die Dinger jetzt aufgeladen. In dem Sinne, bitte Glocke da lassen und Kommentare, wenn irgendwas gut oder schlecht ist, Kommentare. Ansonsten, und tschüss. Hallo, wir machen hier Filmaufnahmen. Hallo, hallo, hier ist der Beach Prudenz. Live im Bär hier. Machen heute ein Interview, was lustig ist. Meine Haare liegen aber aus Versehen nicht richtig heute.
Das muss für heute reichen. Voll geile Schüssel, Alter! Voll geil!